Genau 200 Jahre nach seiner Geburt in Trier hat die Stadt ein 5,50 Meter hohes und 2,3 Tonnen schweres Karl-Marx-Denkmal enthüllt. Es ist das erste neu aufgestellte Marx-Denkmal in Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges und ein Geschenk der Volksrepublik China. Zum runden Geburtstag des weltbekannten Sohnes der Moselstadt war Prominenz aus Stadt, Land und Bund angereist, ebenso wie eine hochrangige chinesische Delegation. Ja, wir stehen zu dem Kind unserer Stadt und wir setzen uns konstruktiv und offensiv mit Karl Marx auseinander. Und wir verstecken Karl Marx nicht, sondern wir nehmen dieses Geschenk, diese Geste der Freundschaft auch freudig auf. Doch es gab auch Proteste während der Feierlichkeiten. Mit Buhrufen und Trillerpfeifen machten sich die Kritiker von Marx Luft. Sie kritisieren zahlreiche Verbrechen, die in kommunistischen Diktaturen in seinem Namen begangen wurden.